Die Lumberles sind wieder da. Wir sind doch immer in der Bretagne. Vermutlich bleiben wir sogar ein wenig länger. Ein bisschen länger, weil uns noch Freunde besuchen extra. Der Flo und Inga. Hallo Flo und Inga. Die kennen wir von der Kanaren. Die haben uns eigentlich inspiriert, auch so eine Reise zu machen, weil die waren damals mit ihrem VW-Bus unterwegs, ein Jahr. Und dann dachten wir, oh, das wollen wir unbedingt auch mal machen. Ja. Genau, jetzt freuen wir uns, richtig schön viel Zeit mit denen verbringen. Genau, wir sehen uns. Ah, Schatz, das nenne ich mal ein Office, oder? Gut, ne? Ist das was? Ja, ich habe ein Müsli da. Und die Aussicht vor allem. Hammer-Aussicht. Also das Müsli kriegst du auch zu Hause, ha? Ja, aber trotzdem wichtig, dass man sich gut ernährt, auch unterwegs. Okay, was hast du dann da drin? Kiwi, Persisch, wie heißt das in Deutsch? Pfirsich. Pfirsich, Banane, Nüsse, Hafermaut. Ja? Haferflocken. Haferflocken, vieles Gutes. Dann lass dir schmecken. Danke. Und es gibt... Was genießt du da? Oliven mit Knoblauch und ein Weinchen. Ich habe schon Gemüse geschnibbelt, dann gibt es nachher einen Burger und Gemüse mit... Mit? Mit Kartoffeln, das war's. Ich bin ziemlich entspannt. Ich bin gerade im Wasser geübt, erfrischend. Und? Wir haben geduscht schon. Geduscht ist übertrieben, aber wir haben das Salz abgespült. Und ich habe mich kurz meine Achseln mal wieder mit... Wir genießen den Abendspaziergang und sind hier vorgelaufen in der Bucht. Hinter uns sieht man Lowy. Da steht er. Der Sonnenuntergang ist einfach traumhaft. Schöne Natur, also es lohnt sich hier hinzugehen. Und so stehen wir hier in der prallenden Mittagssonne. Dachfenster ist offen. Vorne rein haben wir so ein Tuch. Schützt schon mal einiges gegen die Wärme, die reinkommt. Und ich mag jetzt noch hier noch diese Belüftungsgitter rein. Dass es auch ein bisschen durchzieht. Und es ist auch gut für abends, kann man abends dran lassen. Dann kann auch keiner rein und man hat trotzdem Frischluft. Und die Moskitos kommen nicht rein. Das ist auch sehr gut. Wir schauen mal gemeinsam, was Kate hier so macht. Ich flick Kai seine Boardshort. Ja, die war hier komplett offen. Er ist mit halbem nackten Po hier rumgelaufen. Das geht gar nicht. Ne, gut, dass du es reparierst. Während ich hier Reis abkoche, sitzt Kate schön draußen und ist am Stricken. Ein schöner Blick. Hört man den Regen? Es regnet ein wenig. Und wir machen es dann in unsere kleine Wohnzimmer und Küche und naja, eigentlich einfach den Bus gemütlich. Ja. Kate sitzt mit Wollsocken an, kurze Hose und sie strickt. Nee, kurze Hose, Bikinihose. Ah, Bikinihose. Ich arbeite ein bisschen, trinke Tee, krieg gerade einen Keks. Hab's trotzdem gut, auch bei dem Wetter. Ah, so schlecht's auch nicht. Es regnet halt ein bisschen. Ich mache halt ein wenig Freelance-Arbeit. Was ich benutze für die Verbindung, was bisher echt gut funktioniert, ist so ein mobiler Router. Da ist einfach eine extra SIM-Karte drin vom mobilen Vertrag. Der macht dann das WLAN für uns über den mobilen Empfang. Und bisher echt gut. Da gibt es aber schon was Unterschiede. Ich habe jetzt gar nicht so ein teures Modell gekauft. Muss man aber schauen natürlich nach der Laufzeit. Denn der hat einen eigenen Akku und läuft dann so in 6 bis 8 Stunden. Aber mit unserer Solar- und Versorgungsbatterie reicht es bisher echt gut aus mit allem Elektrik. Kate, was willst du noch sagen? Wir sitzen natürlich nicht den ganzen Tag nur so faul rum. Sondern wir waren halt den ganzen Morgen schon Wellenreiten. Bestimmt 2 bis 3 Stunden auf dem Wasser. Gut. Und wir haben heute schon ein Problem gelöst. Ja. Wir hatten ein Problem mit dem Schlüssel. Seit gestern Abend hat unser Funkschlüssel nicht mehr getan. Mhm. Das heißt, wir konnten nur noch manuell abschließen. Das war dann, also schlafen war ein bisschen ungeschickt. Da musste man alle Knöpfe von innen runterdrücken, dass abgeschlossen war. Und dann dachten wir, lösen wir heute mal das Problem. Und irgendwann kam
dann drauf, dass einfach im Zündschloss noch ein Schlüssel gesteckt hat. Und deshalb ging es mit dem Elektroschlüssel nicht. Aber schön, wenn Probleme so schnell gelöst werden können. Kleine Haus, kleine Probleme. Okay, geht mal. Ja. Der letzte noch. Schön. Ich rühre mal durch. Heute gibt es den Pasta-Soßen. Da ist der Pasta. Schöne Stärkung fürs Surfen, Abendsession. Wir warten noch auf Flut oder ein bisschen mehr Wasser. Und ein bisschen mehr Welle. Aber es sollte ganz gut werden. Ja, ich glaube, es wird gar nicht so klein. Und da sitzen wir dann am Abendessen. Kate mit ihrer Schüssel auf dem Boden. Ja. Guckt schön raus. Ich auf der Bank. Einen guten. Hey Schatz, gibt's hier Probleme bei dir? Da fehlt ein Finne. Ja, es ist komplett K.O. Komplett mit dem Finnenkasten raus. Warst du so radikal unterwegs heute? Ja, es ging, es war schön unterwegs, aber das Board hat einfach schon einiges mitgemacht. Und so ist es halt, jetzt vorbei. Aber mit Finn habe ich gerettet. Der Finne geht's gut, das ist die Hauptsache. Genau. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Was hast du da Praktisches, Schatz? Was hast du gerade gemacht? Weißt du, das habe ich von deinem Vater. Oder kenne ich über den Vater. Das ist ein Kleber und ein Granulat. Ja? Das ist wie Sekundenkleber. Wenn man es zusammen macht, ist es direkt bombenfest. Okay. Wieder. Und für was ist das geschickt? Für alles. Man kann alles verbinden wieder oder zumachen oder also zum Campen dabei haben. Richtig geschickt. Ja, laut meinem Papa ein Must-Have. Ohne das geht's nicht. Was hast du jetzt mit deinem Finne gemacht? Das habe ich wieder zugemacht. Siehst du, jetzt ist es wieder schön. Man sieht nichts mehr. Genau. Sehr gut. Guten Morgen aus Kerweyen. Die Mädels machen sich auf dem Weg auf dem Wasser. Voll sind gerichtet. Mit meinem Rodeo-Pferd. Ich glaube, es wird Rodeo reiten, kein Surfen. Viel Spaß euch. Ich beachte von da oben, von der Felse. Da stehen wir geparkt, haben wir auch schön übernachtet. Und hier geht es direkt ein Trail entlang, sodass ich dann von vorne schön auf die Mädels gucken kann. Mal schauen, ob sie ein paar Welle bekommen. Das Surffoilen, unsere Ausrüstung ist ja nicht ganz dafür gemacht. Wir haben eigentlich ein Wing-Surfboard. Es geht aber damit. Das heißt, wir machen das ganz neu. Es ist echt auch mal cool, wieder was Neues zu lernen, komplett Anfänger zu sein. Bin gestern auch die ersten paar Meter geflogen und es ist schon echt ein krasses Gefühl, nur durch den Wellen so den Vortrieb zu kriegen. Macht echt Spaß, macht echt gute Laune. Die beiden haben noch Spaß da draußen, ich laufe aber zurück. Mir wird es hier langsam zu warm in der Sonne. Boah, verrückt. Hier geht's ab, ey. Es fliegen hier
Hunderte von Schmetterlingen. Ein Schmetterlingenparadies. Da habe ich mich kurz beeindrucken lassen von Schmetterlingen. Aber mir wird es hier an der Wand zu warm in der Sonne. Es wird Zeit, dass ich mir auch mal ins Wasser springe und Abkühlung suche. Jetzt wird hier noch ein Naturdoku, aber hier laufen auch so viele Salamander rund. Hier, der leitete Weg. Die finden es schön warm hier in der Hitze. Sie kommen rausgelaufen. Hey Kate, du bist wieder zurück. Ja, ich hab's überlebt. Ich bin mein Rodeo geritten. Wie war's denn? Ja, war cool. Ging besser. Bin sogar mal gestanden, aber dann hat's mich schnell abgeworfen. Was war das Schwerste? Weiß nicht, das Aufstehen und dann stehen bleiben. Es wollte in alle Richtungen und nach oben rausschießen und so. Ja, also das Kontrollieren vom Bord. Ja. Und jetzt? Jetzt ziehe ich mich aus und trinke Kaffee. Und das war's dann wieder für diese Woche. Die ja. Zeit fliegt. Genau, immer wenn man schöne Sachen erlebt, finde ich. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was wir letzte Woche gemacht haben, schaut in dem Video vorbei. Und ja. Sonst? Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche und sind gespannt, was die Bretagne uns noch so anzubieten. Wir sehen uns.